die Story an sich ist schon so genial. Ich bin echt so verliebt. Als erste deutsche Netflix-Serie so anzutreten. Dass es einfach ein krasses Ensemble ist, also dass man in der Zusammenstellung so noch nie gesehen hat. Vereint so viele Genres ineinander. Zwei Showrunner, zwei Köpfe, die fast hundertprozentig kreative Freiheit hatten, wie sie diese Geschichte erzählen wollen. Also im Fokus stehen vier Familien, deren Band aber eben über die Jahre miteinander verknotet ist. Und deren dunkle Geheimnisse werden eben aufgedeckt, nachdem zwei Kinder verschwinden. Es ist unfassbar vielschichtig. Je weiter man guckt, desto mehr wird, ich finde, auf geniale Art und Weise von Buondianti, auf eine sehr raffinierte Art eben Schicht um Schicht entblättert, dass dahinter ein sehr viel größeres Universum schlummert. Schicksale von Menschen. Es geht um Realitäten, die nicht die sind, die sie zu sein scheinen. Es geht um ein unglaubliches Drama, das sich abspielt in einem kleinen Ort. Schon vor Wochen ist in der Kleinstadt Winden ein 15-jähriger Junge auf mysteriöse Weise verschwunden. Und nun alarmiert ein weiterer Vermisstenfall die Bürger der Stadt. Winden ist sicherlich ein Ort, den wir auf eine gewisse Art und Weise alle wiedererkennen. Und es sind Familiensituationen, die wir wiedererkennen. Wir sind beide aus Kleinstädten und fanden das Thema schon immer spannend, dass da ist immer so eine Idylle, wird dargestellt, so in Kleinstädten. Und eigentlich finden wir, dass da fast immer die düstersten Sachen überhaupt passieren. Das hier ist Winden. Hier sagen sich der Fuchs und der Hase gute Nacht. Das war aber nicht immer so. Das alles scheint gut und ist letztendlich überhaupt nicht gut. Schein ist nicht Realität. Und wenn man am Schein kratzt, dann kommt die Realität zum Vorschein. Meine Rolle ist Katharina Nielsen und ich bin Direktorin an der Schule in Winden. Wir haben zusammen drei Kinder. Magnus, dein Pulli ist vielleicht oben in der Wäsche. Martha, wenn du verhungerst, bringt das niemandem was. Und Mikkel, du ziehst dich jetzt um. Letzte Verwarnung. Am Anfang der Serie ist eigentlich noch alles gut. Oberflächlich auf jeden Fall. Über Ulrich wird natürlich ein großer Teil der Geschichte erzählt. Mein Kind ist weg, verstehst du das? Das ist nicht irgendeine Akte vom Schreibtisch. Das ist mein Kind. Der sucht seinen Sohn die ganze Serie durch. Der hat was, was er vielleicht nicht mehr so wichtig erachtet. Familie. In dem Moment, wo der Sohn weg ist, möchte er das alles wieder haben. Und nach bröckelt halt die Fassade. Durch die Dinge, die halt geschehen. Denkt ja also jeder nur noch an sich selber, ja? Du machst doch auch nichts anderes! Oder hast du die letzten Tage nur einen Gedanken an uns verschwendet? Das reicht jetzt! Mann, ist doch alles scheiße hier! Ich spiele Jonas Kahnwald. Gerade am Anfang der Serie kommt er aus der Klapse, frisch, und möchte es aber eben nicht, dass es irgendwem auffällt, dass es irgendwer weiß. Es weiß eigentlich nur seine Mutter und Bartosz, sein bester Freund. Wo willst du hin? Schule. Und du musst da nicht hin, wenn du nicht willst. Ich kann anrufen. Ist schon okay. Ich spiele die Hanna Kahnwald, die Mutter von dem Jonas. Ich glaube, die hat wahnsinnig viel zu bewältigen, hat aber unglaublich viel verdrängt bisher in ihrem Leben. Also ich habe das Gefühl, die hat sehr viel zu bewältigen. Natürlich in erster Linie auch den Tod ihres Mannes. Der hat sich erhängt und damit muss Jonas klarkommen. Und dann entwickelt sich diese Crime-Story des Kindes, was verschwindet. Mikkel? Mikkel! Dann fangen diese zwei verschiedenen Geschichten an, dass einmal versucht wird, dem Kind auf die Spuren zu kommen, wie das verschwinden konnte. Und Jonas, der nicht so ganz daran glaubt, dass sein Vater einfach so verschwunden sein konnte und ohne dass er ihm etwas hinterlassen hat. Warum? Warum er gegangen ist? Warum so? Warum er sich scheiße nochmal erhängt hat? Warum er kein Wort hinterlassen hat? Nichts, was diese ganze Scheiße erklärt! Jonas' größter Wunsch ist eigentlich, dass alles wieder normal ist. Charlotte Doppler ist die Frau von Peter Doppler. Sie hat zwei Kinder mit Peter Doppler zusammen.
Sie ist sehr control-freakig und sie ist sehr bedacht, dass immer alles so läuft, wie sie sich das vorstellt. Ich will, dass ihr doppelte Schichten arbeitet. Ich will, dass jeder Stein in dieser Stadt umgedreht wird. Jeder Keller durchsucht wird. Sie kann schwer mit Emotionen umgehen. Sie hat dieses Gefühl von Empathie ist nicht gerade ihrs. Ich habe etwas beschlagnahmt. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Also wenn Menschen in so Extremsituationen geraten, dann zeigt sich irgendwie, wer wie wo ist und wo stehe ich eigentlich. Ich weiß nicht, wo mein Kind ist. Und ich weiß auch nicht, wo mein Mann ist. Mein Mann! Was bin ich hier im Leben? Und das zeigt sich auch anhand dieser Familien, die halt wirklich in extremen Situationen plötzlich sich wiederfinden. Und da sieht man plötzlich, wo stehen die alle zueinander. Spannend. Das Interessante ist ja, dass im Laufe der Serie durch die Rückblenden immer mehr klar wird, durch was die auch verbunden sind, was deren gemeinsame Geschichte ist. Und die Suche nach der Wahrheit ist wahrscheinlich einfach das, was sie alle treibt. Als ich klein war, hatte ich immer das Gefühl, dass mit Winden irgendwas nicht stimmt. Dasselbe Gefühl habe ich jetzt wieder. Dass sich alles wiederholt. Dass es das alles schon gegeben hat. Wie ein gigantisches Déjà-vu. Hochspannend, hochspannend. Ich bin wahnsinnig geworden, wie ich diese 10 Folgen gelesen habe. Ich war gepackt. Und ich habe einfach nicht aufgehört zu lesen. Jede Szene war irgendwie so, ich will aber jetzt wieder wissen, wie es weitergeht. Und ach, hier eröffnet sich wieder ein neuer Strang. Und es war, ich weiß nicht, ich war so euphorisch beim Lesen und wurde wirklich so reingezogen, diese Geschichte. Also deswegen, es war für mich ein großer Sog. Über so einen großen Bogen was zu erzählen, in der Komplexität, mit so vielen Strängen, die angefangen werden, irgendwo wieder aufgenommen werden. Da gab es durchaus ein paar Stellen, wo ich wieder zurückblättern musste. Moment, wer war denn jetzt genau das? Immer wieder überraschend. Und es ist immer wieder spannend und es hört nicht auf. Also es zieht dich in seinen Bann. Und die Figuren sind toll erzählt. Ich kann nur sagen, ich finde es richtig toll. Es war nicht mehr so wie ein Drehbuch, so, sondern es war so nice, 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 gechillt, gechillt, ach crazy, 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 crazy. Das Leben ist ein Labyrinth. Manche irren darin bis zu ihrem Ende herum und suchen nach einem Ausweg. Dabei gibt es nur einen Weg und der führt immer tiefer hinein. Erst wenn man die Mitte erreicht hat, wird man verstehen. Das war sozusagen ein ganz, ganz klares Konzept, dass man nicht mit allzu bekannten Gesichtern die Rollen vorformt, um die Figuren maximal zum Leben erwecken zu lassen. Und da ist Bo in der Auswahl einfach auch unglaublich treffsicher gewesen. Das war auch wieder Neuland, dass tatsächlich Netflix gesagt haben, castet wen ihr wollt, wo ihr das Gefühl habt, das ist der Richtige. Und das ist halt ein Traum für einen Filmemacher zu sagen, wir suchen jetzt mal wirklich, wer am besten passt. Was mich auch immer noch rührt, also auch jetzt heute, wenn die da alle draußen rumlaufen, dass es einfach ein krasses Ensemble ist. Also, dass man in der Zusammenstellung so noch nie gesehen hat. Ich finde es wirklich großartig, dass man über so einen langen Zeitraum zusammenarbeitet und man hat 6 Monate lang die gleichen Weggefährten. Und das ist einfach ein sehr starkes Gemeinschaftsgefühl. Wir ticken sehr ähnlich, würde ich sagen. Also von der Herangehensweise an Spielen, an Szenen sind füreinander da. Und stimmungsmäßig top. Als erste deutsche Netflix-Serie so anzutreten, auch mit solchen Schauspielern und mit so einem Team und diesem bemerkenswerten Power-Couple. Wir haben diesen Posten des Showrunners, des ominösen Showrunners inne. Man ist so quasi kreativer Boss von allem mal. Man ist nicht nur jetzt irgendwie Regisseur, der irgendwas beauftragt bekommt, der was dann inszenieren muss und umsetzen muss, oder nur Autor, der was schreibt und dann gibt er ab und dann war's das, sondern wir sind wirklich sowohl auf Produktionsseite als auch eben Kreativseite von vornherein mit vorne an der Spitze, müssen mitbestimmen. Was das Besondere an Bo und Jantje ist, dass die beide einfach zwei Körper haben, aber eigentlich ein
gemeinsamen Kopf. Das hört ja nicht auf mit dem geschriebenen Drehbuch und dann ist es da und dann wird es genauso gespielt. Sondern die ganze Serie ist dauerhaft in Bewegung. Janti hat immer, während wir gedreht haben, weitergeschrieben, dann hat er darauf reagieren können. Wir hatten einen Drehtag, weiß ich noch, und da waren alle total gestresst, weil wir hatten, glaube ich, 4 Sets, First, Seconds und dann noch so 2 Splinter. Und ich war der glücklichste Mensch überhaupt. Da waren so 4 Monitore und der First AD hat nur so, ah, weiß ich was, wo, ja. Und ich fand es total toll, weil es ist so, so ein General, der so, jetzt angreifen, oh, verloren, Mist, nächster Angriff. Ja, super. Aber deswegen gibt es eben, ist die Kombination, glaube ich, das Wichtige. Deswegen gibt es Leute, die gerne General sind und andere, die lieber die Kriegspläne schreiben und dann genau. Ist das auch gut. Ja, der ist schon sehr gut, der Bo, was er da macht. So. Und er ist ein Ästhet, der, dem die Bilder und, sehr wichtig sind und das Optische. Und er hält so ein Team zusammen. Wir alle haben irgendwie das Gefühl, also Teil davon zu sein und er zu bereichern. Ja? Und das hat damit zu tun, dass also Bo gibt allen einfach so ein großes Vertrauen. Und wir haben ganz großes Vertrauen zu ihm. Also man fühlt sich auch am Set immer wie eine Familie. Also man hat Brüder und Schwestern, die man auch manchmal hasst, aber sie sind halt Family. So. Man hat gemerkt, dass das ganze Team euphorisch war und wie stolz war, bei diesem Projekt dabei zu sein. Das Wichtigste ist tatsächlich, er weiß ganz genau, was er will. Er kann es unglaublich gut vermitteln. Er ist sehr gelassen, also er strahlt es jedenfalls am Set aus. Und bitte! Und er hat einen Masterplan. Das finde ich so beeindruckend. Also wenn alle es nicht mehr verstehen, was echt vorkommen kann. Oder wo sind wir jetzt? Wie geht jetzt das? Und dann erklärt er das immer. Kinofilm ist ein Sprint und eine Serie ist einfach so ein Marathon. Und da muss man sich halt die Energien gut aufteilen, damit man am Ende nicht komplett kollabiert und noch nicht mal durch die Zielgerade kommt. Ich habe mir den Trick gemacht, weil Peter Jackson hat mal einmal in diesem Making-of diese 4-stündigen Herr der Ringe gesagt. Das war das Einzige, was ich mir noch gemerkt habe, ist, wo er gefragt wurde, wie hast du diese 180 Drehtage geschafft? Er hat einfach immer noch an den nächsten Drehtag gedacht. Und genau das habe ich auch gemacht und das war ein guter Tipp. Dark ist, glaube ich, einfach eine große Drama- und Thriller-Serie, die eine Mystery-Dimension hat, die man so, glaube ich, nicht gesehen hat. Es ist allein schon durch die Optik und das Visuelle einen sehr, 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 sehr teuren Look schon mal, der spannend ist und der das Ganze qualitativ auf eine Ebene hebt, glaube ich, die man sonst so nicht gewohnt ist. Was mich halt sehr fasziniert an Dark ist einfach auch, dass schon sehr große Fragen des Lebens, dass die gestellt werden. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Wie hängt eigentlich alles zusammen in diesem Leben? Wie entsteht Böses? Wie verantwortlich bist du für dein eigenes Tun? Warum sind wir so, wie wir sind? Und was können wir daran ändern? Gibt es sowas wie einen freien Willen oder ist alles determiniert? Was ist die Wahrheit und was ist die Lüge? Und sind sie manchmal einfach nicht zu unterscheiden? Charlotte, die Frage ist nicht, wer die Kinder entführt hat, sondern wann. Ich glaube, die Serie sollte man nicht verpassen, darf man nicht verpassen, weil ich das Gefühl hatte beim Lesen, dass man, sobald man anfängt, immer mehr wissen will und immer tiefer in diese Welt eintauchen möchte. Und dann hoffe ich, dass man auch nicht aufhört, Folge für Folge zu sehen. Ich finde, sie ist einfach von atemberaubender Spannung, von atemberaubender Vielfalt. Hast du schon mal was von dem 33-Jahre-Zyklus gehört? Unsere Kalender stimmen nicht. Das Jahr ist eigentlich nicht 365 Tage lang. Wir sind sozusagen immer ein bisschen aus der Taktung. Aber alle 33 Jahre ist alles wieder genauso, wie es war. Vereint so viele Genres ineinander und es sind auch ganz tolle Kollegen dabei. Man kann sich auf was ganz, ganz, ganz Tolles freuen. Ich glaube, dass man nach jeder Folge, aber vielleicht auch mit Sicherheit auch nach der ersten Staffel den dringenden Wunsch haben wird, mehr zu sehen. Wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Dass die Leute sagen, Mist, die Reise geht also weiter, ich muss Season 2 gucken. Sie sind in einem ewigen Kreis miteinander verbunden. Alles ist miteinander verbunden.